Hey Leute, willkommen im neuesten Video. In diesem Video geht es heute darum, Bulk oder Cut, Muskelaufbau oder Fettaufbau. Weil ich immer wieder die Frage gestellt bekomme, hey Eike, es liegt dieser Stand der Dinge vor, ich bin so und so viele Jahre alt, lifte so und so viel, mein Körperfettanteil ist da, ich bin so und so schwer. Soll ich jetzt eine Diät starten oder soll ich noch weiter in den Aufbau gehen? Ja, letztendlich kann ich euch diese Frage nicht beantworten, weil es ist eigentlich immer davon abhängig, was ihr möchtet. Anscheinend wisst ihr noch nicht so wirklich, was möchte ich selber. Dementsprechend versuche ich euch das mal so ein bisschen klar zu machen. Und es ist einfach so, dass es eigentlich auch darum geht, dass ihr euch wohlfühlt. Ne? Also, wenn ihr sagt, okay, ich habe den und den Körperfettanteil, ich trainiere schon so lange, ich habe den Muskelanteil ungefähr und ich fühle mich sehr wohl damit, aber ich könnte noch tiefer gehen mit dem Körperfettanteil, dann würde ich mir selber die Frage stellen, ist es überhaupt notwendig, noch weiter mit dem Körperfettanteil runterzugehen, obwohl ich mich schon wohl fühle, wenn ich keinen Wettkampf mache, wenn ich kein Fotoshooting habe oder einen Videodreh habe oder irgendwas dergleichen, macht es dann überhaupt Sinn, mit dem Körperfettanteil runterzugehen? Vor allem, man muss immer betrachten, wie lange trainiert diese Person schon. Wenn das jetzt jemand ist, der noch nicht so lange trainiert, dann muss man sich auch mal vor Augen halten, okay, wie hoch ist die Muskelqualität dieser Person? Verliert er vielleicht in der Diät zu viel Muskulatur? Oder hat er die Möglichkeit, während der Diät noch Muskeln aufzubauen? Also ich bin der Meinung, man kann in seiner Diät auch Muskulatur aufbauen. Sprich, man kann in einem Kaloriendefizit Muskeln aufbauen. Aber das ist ein anderes Thema, da gehe ich dann nochmal in einem anderen Video zu ein. Und ja, da muss man sich selber die Frage stellen, ist es für mich persönlich, bringt mich das weiter und fühle ich mich dann überhaupt noch wohl? Sehr wahrscheinlich wird es dann so sein, wenn du eine genügend gute Muskelqualität hast und nicht in diese Situation kommst, dass du noch weiter Muskeln abbaust in deiner Diät, dass du dich dann wahrscheinlich auch aufgrund deines Aussehens gut fühlst, aber vielleicht aufgrund der Nebenwirkungen der Diät nicht mehr wohl fühlst. Zum Beispiel, wenn der Körperfettanteil viel zu tief ist, sagen wir mal bei 7-8% Körperfettanteil, kann es ja auch durchaus sein, dass du Probleme bekommst mit deiner Libido, dass dein Ego dich verlässt, weil du nicht mehr die Gewichte im Gym bewegen kannst, die du vorher bewegt hast. So, und das sind alles so Fragen, die muss man sich selber stellen. Also wenn man selber mit seinem Körperfettanteil zufrieden ist, dann sehe ich keinen Grund, warum ich denn eine Diät machen sollte, wenn sowieso kein Fotoshooting oder kein Wettkampf bevorsteht. So, und das ist meine Sicht der Dinge. Genau das andere Beispiel. Du hast den Körperfettanteil XY und du denkst dir, okay, ich fühle mich sehr wohl, gehe ich denn jetzt in den Aufbau oder gehe ich nicht in den Aufbau? Wenn du einen Körperfettanteil hast von 18-20% und du sagst, okay, du gehst jetzt in den Aufbau, dann musst du auch sehr stark damit rechnen, wenn dein Kalorienüberschuss zu hoch ist, dass du noch mehr Fett dazu gainst, wenn du im Aufbau bist und dass du dann aufgrund dessen, dass du noch mehr Fett aufbaust, also nicht nur Muskulatur aufbaust, sondern auch Fett aufbaust, weil der Muskelaufbau hängt ja damit zusammen, dass du stärker wirst, mehr Reps machst, weniger Pausen machst während deiner Trainingszeit, dass du, wenn du mehr Fett aufbaust, dass du dich dann dementsprechend auch unwohler fühlst. So, und dann müsst ihr dann halt abwägen, möchte ich jetzt dieses Level, was ich habe, dieses Level der Vitalität, des Wohlfühlseins, möchte ich dieses Level verlassen, um in den Fettabbau zu gehen oder in den Muskelaufbau zu gehen. Und da müsst ihr halt abwägen, bin ich zufrieden überhaupt mit dieser ganzen Sache? Und das ist so der wichtige Punkt, den ihr betrachten solltet. Meine Empfehlung an euch ist in dieser Hinsicht, dass wenn ihr einen Körperfettanteil von 18-20% habt, dass ihr sagt, okay, ich gehe jetzt aber noch nicht in den Aufbau, ich versuche noch ein bisschen runterzugehen mit dem Körperfettanteil, sei es auf 11-12%, einfach um dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen, dass ich noch mehr Fett aufbaue.
Und dann, wenn ich diesen Körperfettanteil habe von 11-12%, dass ich dann in den leichten Überschuss gehe, in den leichten Kalorienüberschuss gehe, um damit dann eine neue Ausgangssituation zu schaffen und aufzubauen. Weil es gibt halt viele Sachen, die im Muskelaufbau einen, ja, einen Nebengeschmack haben, sage ich jetzt mal. Und das ist zum einen der Fettaufbau. Und wenn ihr dann schon bei 18-20% seid, so, dann, und dann weiter in den Aufbau geht, dann ist es einfach so, dass ihr dann im Gegenzug nach dem Aufbau wieder ja in die Diät gehen müsst. Das heißt, ihr müsst mehr Zeit, mehr Energie in die Diät investieren, um dann wieder auf die 11-12% zu kommen. So, und das war auch zum Beispiel das, was bei mir von der Vitalität her ein großes Problem war, als ich meinen ersten Dirty Bulk gemacht habe. Der ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Ich komme ja jetzt gerade aus meinem Dirty Bulk raus sozusagen. Den habe ich ja Ende Januar, Anfang Februar, ich glaube 2. Februar bin ich angefangen, abgeschlossen und bin dann in die Diät gegangen. Ich habe vorher noch nie einen Bulk gemacht, aber meine Vitalität während dieses Bulks war einfach nicht schön. Und ich habe mich selber nicht wohl gefühlt. Ich habe es gehasst, so ein dickes, aufgeblasenes Gesicht zu haben. Ich möchte gerne mein Sixpack sehen. Meine Klamotten haben mir nicht mehr gepasst. Mein Hautbild hatte sich verschlechtert aufgrund der schlechten Nahrung, die ich zu mir geführt habe. Mein Hautbild ist jetzt viel besser. Und ich musste sehr viel Zeit und sehr viel Energie jetzt in die Diät stecken, um wieder auf das Level zu kommen, auf dem ich jetzt bin. So, und früher habe ich es so gehandhabt, dass ich nie einen Dirty Bulk gemacht habe. Ich habe sowieso nie einen Bulk gemacht und ich habe trotzdem aufgebaut. So, und das ist einfach der wesentliche Unterschied. Es ist sehr anstrengend, eine lange Diät zu führen und man muss es nicht machen. Also es gibt Leute, die sagen, es führt keinen Weg daran vorbei, aber das stimmt nicht. Man kann in einem leichten Kalorienüberschuss aufbauen, recht wenig Fett zunehmen oder sogar seinen Körperfettanteil über einen gewissen Zeitraum halten, je nachdem, wie hoch dieser Körperfettanteil ist. So, und damit kann man sich auf jeden Fall sehr gut arrangieren. Und deswegen, meine Meinung, wenn ihr bei 18-20% seid, geht erst noch mal in die Diät auf 11-12% und geht dann in den sauberen Aufbau. Andersrum, wenn ihr bei 11-12% seid, geht direkt in den sauberen Aufbau und fühlt euch damit einfach wohl. Also ihr dürft nicht aufhören, auf euer Wohlgefühl zu hören. Also auch für die Leute, die sagen, Essen, ups, meine Kamera verabschiedet sich. Ui. So. Aber die will nicht. Ich nehme sie mal in die Hand. Auch für die Leute, die sagen, Essen muss nur funktionieren und muss nicht unbedingt schmecken. Also ich bin der Meinung, Essen muss immer schmecken. Wenn mir Essen nicht schmeckt, dann esse ich es mittlerweile gar nicht mehr. Früher war ich auch so, dass ich gesagt habe, okay, Essen muss nicht unbedingt schmecken, es muss funktionieren. Harzer Roller rein, der Magerquark pur. Boah. Wenn ich sowas jetzt sehen würde, ich würde abkotzen. Also ich bin der Meinung, man sollte nicht unbedingt den einfachsten Weg gehen, aber man sollte den Weg gehen, der einem persönlich am besten gefällt und der einem auch weiterbringt. Also, und das ist auch das, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, auch damit. Also jetzt will ich aber nochmal meine Kamera hier fixen, weil ich habe immer mal wieder Leute, die auch bei Koro Drogerie bestellen und es ist so, dass ich immer wieder die Frage bekomme, hey Eike, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich denn bestellen soll. Kannst du mir so ein paar Tipps, Empfehlungen geben? So, und dann gebe ich immer mal ein paar Empfehlungen raus und sag denen dann so die Sachen, auf die ich so stehe. So, und dann sage ich denen aber auch gleich, okay, hey, das und das, das schmeckt mir jetzt persönlich nicht so gut, aber dafür schmeckt das und das viel besser. Wenn ihr mal an einem Content-Video interessiert seid, bei dem ich dann als kleine Einfuhrgeschichte mal euch erklären soll, was ich so ganz geil finde von Koro Drogerie, was mir persönlich sehr gut geschmeckt, dann mache ich das für euch. Aber für die Leute, die überhaupt noch gar keine Ahnung davon haben und die das vielleicht das erste Mal dort bestellen sollten und sich mal irgendwie Beeren, Nüsse, Trockenfrüchte oder sowas geben möchten, für die kann ich das hier mal empfehlen. Und zwar ist das der Koro Probiermix. Dort habt ihr viele verschiedene Sachen drin. Also hier so auf den ersten Blick Bananenchips, Cranberries, Maulbeeren,
Verschiedene Nussarten. Physialis ist da, glaube ich, sogar drin. Berberitzen, Zwergfeigen, Sauerkirschen, Gochibeeren, Acai-Würfel, also hier ist eine Menge drin. Dann checkt einfach diesen Probiermix ab. Aber da sind auch noch so ein paar Sachen drin, die nicht, oder da sind auch noch, da fehlen auch noch ein paar geile Sachen, die Koro nur einzeln quasi hat. Also wenn ihr an so einem Video interessiert seid, wo ich euch mal erzähle, was ich so für geilen Stuff oder was ich so am besten finde, für mich persönlich vom Geschmack her, dann werde ich das mal in so einem kleinen Content-Video mit einbauen. Schreibt es mir doch in die Kommentare, dann gehe ich darauf ein. Ansonsten, ihr wisst ja, Link ist in der Beschreibung, da könnt ihr den Kram abchecken. Ich habe mir jetzt auch zum ersten Mal diesen Probiermix geholt und da sind jetzt auch wieder ein paar Sachen drin, wo ich sage, okay, die schmecken mir jetzt nicht so gut, aber es sind auch Sachen bei, die ich sowieso ganz geil finde, wie so die Maulbeeren, die kommen bei mir sowieso täglich ins Müsli. Also, ne, schreibt es mir in die Kommentare, dann gehe ich da mal drauf ein. Und ja, vielen Dank fürs Anschalten. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.